Hallo, mein Name ist Laura und ich möchte euch zeigen, wie ich meine Wimpern aufklebe. Jedes Mädchen hat bestimmt schon mal mit dem Struggle gekämpft, dass es sich unbedingt lange falsche Wimpern aufkleben wollte und es einfach nicht funktionieren wollte. Ich zeige euch heute, wie ich es mache und wie einfach es sein kann. Seid dabei! So, der erste Schritt, um sich wirklich Wimpern aufzukleben, ist natürlich, sich überhaupt erstmal welche zu kaufen. Ich habe mir welche ausgesucht, die recht natürlich sind. Das ist halt so ein klassisches Paar. Die werden Wispies genannt, weil sie halt eine bestimmte Art haben, wie sie gebunden sind. Und dann nehme ich mir einfach meine Pinzette, halte die Wimper fest. Und jetzt kann ich halt entscheiden, was für eine Art von Kleber ich nutze. Es gibt einmal einen hellen Kleber und es gibt einen dunklen Kleber. Das bedeutet, der dunkle Kleber trocknet dann letztendlich auch schwarz. Das ist natürlich vorteilhaft, wenn ich einen Eyeliner trage oder so, weil es halt keine Rückstände hinterlässt. Doch bevor wir anfangen, die Wimpern tatsächlich aufzukleben, müssen wir noch ein paar andere Sachen abklären. Und zwar versucht man nämlich immer, eine falsche Wimper so natürlich wie möglich aussehen zu lassen. Das ist aber nur möglich, indem die Wimpern und die Augen schon ja, ein bisschen darauf vorbereitet wurden. Man sieht zum Beispiel nämlich, wenn ich die Wimper jetzt so in die Hand nehme, dass sie ein dunkles Bändchen hat. Das bedeutet, dass man halt auf jeden Fall sehen wird, dass da etwas auf dem Auge platziert wurde. Damit das alles aber ein bisschen natürlicher aussieht, kann man sich natürlich einen Eyeliner-Strich ziehen. Ich habe darauf aber nicht jeden Morgen Lust. Und ja, ich bin jemand, ich klebe mir wirklich jeden Morgen falsche Wimpern auf. Ich finde, das geht super schnell und es ist total effektiv. Um meine Augen halt ein bisschen darauf vorzubereiten, nehme ich mir einen Kajal, einen schwarzen. Und mit diesem Kajal gehe ich einfach meine Wimpern lang. Der Wimpernkranz sieht jetzt schon viel verdichteter aus. Genau das gleiche auf der anderen Seite. Damit die Wimpern aber nicht, dass ich die halt nicht die ganze Zeit dran halten muss und die halt von sich aus halten, gehe ich einfach nochmal mit einer Wimperntusche, gehe ich einmal über meine Wimpern rüber, damit sie halt so ein bisschen den Schwung nach oben haben, dass ich halt später die künstlichen Wimpern einfach nur rauflegen brauche. So, ich habe jetzt nicht sonderlich lange Wimpern, deswegen habe ich auch kein Problem, die Fake-Wimpern mit meinen Wimpern zu verbinden. Also man sieht später den Übergang nicht wirklich. Wer wirklich lange Wimpern hat, sollte eine Wimpernzange zur Hand nehmen und sich die Wimpern einmal nach oben biegen. Somit zeigen die halt schon nach oben, die richtigen Wimpern und die Fake-Wimpern kommen dann einfach nur drüber. So, kommen wir nun zum nächsten Schritt und zwar jetzt wirklich zum Wimpernkleben. Hierfür nehme ich mir einfach meine Wimper und entscheide mich halt, welchen Wimpernkleber ich tatsächlich benutzen möchte. Dann mache ich den einmal auf und drücke etwas, nur etwas Produkt raus. Nicht zu viel, nicht zu wenig. So, dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Diese Wimper hat ja eine bestimmte Biegung. Das heißt, ich nehme sie einfach und pack sie neben mich auf den Tisch, dass sie ein bisschen antrocknen kann. Sie trocknet deshalb an, damit sie halt später ein bisschen klebriger wird und nicht einfach rumrutscht auf dem Auge. Wir möchten sie ja platzieren und dort soll sie letztendlich auch bleiben. Die Wimperntusche sollte auch ein bisschen Zeit haben, um anzutrocknen, um sich nicht noch runterbiegen zu lassen von den Fake-Wimpern. Die Fake-Wimpern sollten ungefähr so eine halbe Minute bis Minute wirklich antrocknen. Also man sieht es auch schon, dass halt der Wimpernkleber eine andere Farbe annimmt. Der wird halt meist dunkler. Wenn man einen durchsichtigen Wimpernkleber nimmt, dann nimmt der meist so eine leicht gelbliche Farbe an. Hier sieht man zum Beispiel, dass die Wimper halt noch nicht bereit ist. Also sie braucht noch ein bisschen Zeit, um anzutrocknen. So, ich nehme jetzt die Wimpern mit meiner Pinzette. Manche Leute machen es auch mit dem Finger. Ich finde es mit der Pinzette am einfachsten. Nehme wieder meinen Handspiegel, den ich vor mich packe und runterschaue.
Und dann nehme ich mir die Wimper und lege sie mir auf meinen Wimpernkranz oben. Also, hier stelle ich sie mir sozusagen einfach nur drauf. So. Und jetzt sieht man natürlich, die beiden Enden sehen natürlich noch nicht so gut aus. Das heißt, ich nehme mir wieder meine Pinzette und ziehe mir die Wimper dorthin, wo ich sie auch haben will. Dadurch, dass der Wimpernkleber halt schon ein bisschen angetrocknet ist und tacky ist, kann man die Wimper auch ganz leicht auf dem Lid bewegen. Das ist gar kein Problem. Ziehen wir die andere Wimper und machen das gleiche mit der anderen Wimper noch einmal. So, sie sitzt wieder drauf. Vorne und hinten ist sie noch nicht perfekt. Also nehme ich sie und setze sie an mein Auge ran. So. Und vorne mache ich genau das gleiche. So. Wenn ich jetzt sehe, dass es ein bisschen zu viel Wimpernkleber rausgekommen ist und der natürlich später schwarz wird in diesem Falle, muss ich ihn natürlich ein bisschen entfernen. Dafür nehme ich mir einfach ein trockenes Q-Tip und wische mir halt einfach so über das bewegliche Lid und wische den Kleber einfach weg. Man kann auch tupfen. Genau. Einfach, dass man ein ordentlicheres Finish hat. So. Das lasse ich jetzt antrocknen. Und dann sind meine Wimpern auch schon so gut wie fertig. In der Zwischenzeit tusche ich mir noch meine unteren Wimpern und dann sind wir auch schon fast durch. So, jetzt haben wir natürlich eine super Wimper auf dem Auge, aber wir wollen es trotzdem natürlich halten. Also kann man sich einen Eyeliner nehmen, egal in welcher Form. Und man geht sich nochmal in den Augeninnenwinkel und verbindet sozusagen diese weiße Stelle von der Haut mit der künstlichen Wimper. So, jetzt haben wir einen viel natürlicheren Übergang und die Wimper sieht aus, als wäre es meine echt. So ungefähr. So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben. Wie gesagt, das ist überhaupt nicht schwer und es macht total viel her. Gebt mir noch einen Daumen nach oben oder lasst mir einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Ciao!